Video. Das ist der erste Tag von unserer Holland-Tour. Wir sind heute hier in Freiburg und auf der Caravan Live Messe. Wir haben direkt hier an der Messe in Freiburg einen Wohnmobilstellplatz gefunden und ja, da können um die 100 Wohnmobile parken. Gestern Abend waren wir so um Mitternacht rum hier, also da gibt es einen Bereich, der ist für reservierte Fahrzeuge, der war geschlossen, da konnte man gar nicht reinfahren. Und der andere Bereich ist für Leute, die spontan kommen. Und da haben wir den letzten Platz ergattert, der eigentlich auch gar kein, regulärer Platz war. Das konnte man aber gestern Abend so nicht erkennen. Die Dame, die in der Info arbeitet, hat uns heute Morgen nett gebeten, uns einen anderen Platz zu suchen. Ich meine, jetzt geht's, weil ich muss sagen, die meisten gehen jetzt. Jetzt passiert hier auf dem Platz was. Einige gehen, einige kommen. Wir sind ein bisschen vielleicht zu spät darauf aufmerksam gemacht worden, denn ich stehe jetzt hier auf einem regulären Parkplatz, aber die Stromsäule, da sind 4 Steckdosen, die sind voll. Ja, und am Messeplatz gibt es nur ein eben regulärer Wohnmobilstellplatz, da könnt ihr relativ schnell googeln. Die Straße kann ich mal unten hier einblenden und ja, der ist nicht zu übersehen, der ist auch in der Nähe vom Fußballstadion. Ich drehe mal die Kamera um, weil wir sind ja nicht ganz alleine, wir haben auch hier eine nette Begleitung. Christia, ja, unsere Hündin, ja. Und ihr seht vielleicht jetzt auch vom vorderen Bereich, vom vorderen Fenster aus eben, wie voll es hier ist. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee. Ich denke mal, wir haben so 10:30 rum. Ich denke, so um 11:30 rum laufen wir dann mal zur Messe. 9 Euro sind die Tagestickets, die ich eigentlich schon hatte und verloren habe. Das kann ich ganz gut. Ich kann ganz gut verlieren, also wir werden auf jeden Fall die Tickets nochmal kaufen müssen. Aber ja, jetzt habe ich mich auf die Messe so gefreut, jetzt will ich sie mir auch nicht entgehen lassen. Ich nehme auf jeden Fall mal mein Pocket 2 hier mit. Also das werde ich auf jeden Fall mitnehmen in die Jackentasche und bei Gelegenheit filmen. Wenn ich sehe, dass der ein oder andere auffilmt, dann filme ich natürlich auch. Oder frag mal nett, ob ich das darf. Aber ich denke, das ist ja in dem ihren Sinne, dass eben ja, ihre Autos auch im Netz landen. Ich werde es probieren, aber besonders die Wohnmobile, die uns besonders gefallen, werde ich aufnehmen. Das will ich auf jeden Fall tun. So, dann bis nachher. Jetzt genießen wir erstmal unseren Kaffee. Hier sind wir direkt an der Straße. Und ich gehe mit Christian ein bisschen Gassi. Weil mit rein zur Messe nehmen wir sie nicht. Damit sie noch ein bisschen Bewegung hat. Komm, Christian. Komm. Also Strom habe ich. Der Wohnmobilbesitzer, der neben mir steht, hat mir praktisch eben die Möglichkeit gegeben, dass ich mit meinem bei ihm noch mit anzapfe. Jetzt hat eben Toni auch Strom. Das Gute ist, ich kann dann den ganzen Tag gechillt jetzt hier durch die Gegend laufen und weiß, dass die Kühlbox schön kühlt. Ja, ich habe ja auch noch einen Absorber-Kühlschrank, der über Gas läuft. Der ist aber gerade defekt. Den muss ich mal machen lassen. Dann hätte ich dieses Problem nicht. Dann könnte ich auch mal eben
Also Milchprodukte und so könnte ich da mal im Absorber-Kühlschrank reinstellen. So, wollen wir ein bisschen laufen? Komm. Ja. Also wirklich, hier steht ein Wohnmobil nach dem anderen, ein Kastenwagen nach dem anderen, wie ihr sehen könnt. Wirklich. Aber es ist ein wirklich großer Platz. Und gut anzufahren. Freiburg ist einfach schön, muss man schon sagen. Ja. Na komm. Man muss die Dame zwingen zum Laufen. Ja Leute, wir wurden jetzt von der netten Dame in der Info gelotst. Da drüben ist die Caravan Live Messe, denke ich mal. Irgendwie geradeaus, rechts, links, rechts, geradeaus unter den Solarpanel und dann seid ihr da. So ungefähr hat es sich für mich angehört. Wir laufen jetzt einfach mal in der Nase entlang und versuchen die Caravan Live Messe zu finden. Übrigens habe ich für 2 Nächte bezahlt. Also gestern Abend um 1 Uhr waren wir da. 13 Euro die Übernachtung und da kommt noch Strom dazu. Also 2 Nächte 26 Euro. Ja, aber dafür ja, hat man einen schönen Platz. Hier kann man ja, Grauwasser entsorgen, Frischwasser holen. Das kostet wahrscheinlich auch ein bisschen was. Und dann halt auch seine WC-Kassette entleeren. Ja, immerhin, sag ich mal, wir sind hier fast mitten in Freiburg und können dahin. So, wir laufen jetzt doch links. Gut, dann machen wir das. Bin mal gespannt. So Leute, wir haben nach langem Hin und Her überlegen den richtigen Weg zur Messe gefunden. Jetzt müssen wir noch einen Messeeingang finden und gekaufte Tickets nochmal kaufen. Ja, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Und wahrscheinlich finde ich dann heute Abend die Tickets. Egal. So schaut's aus. Wobei, das sind keine Ausstellerstücke. Ich glaube, das sind Leute, die die Messe besuchen. So, jetzt sind wir beim Eingang der Messe. Jetzt müssen wir uns leider anstellen wegen den Tickets, die wir eigentlich schon hatten. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, das regt mich auf, ihr merkt's. Aber wir gehen jetzt da, stellen uns jetzt da an. Und da stehen sie. So. Ja, ja. Was genau das ist, müssen wir halt auch rauskriegen. Was ist das? Ah ja. Ah ja. Das sind so, das willst du nicht, oder? Das ist ein voll integrierter. So einer wird halt mir gefallen. Wow. Setz dich mal hin. Der wird jetzt mir gefallen. Jetzt gucken wir uns mal hier die Küche an. Wow. Aber 114.000 Euro ist halt schon auch eine Hausnummer. Hier haben wir einen Backofen und eine Mikrowelle, oder? Nee, Kühltruhe. Eine Kühltruhe, ja, zum Verschließen, aufmachen, ein großer Kühlschrank. Wow. Ein tolles Bett. Wow. Wirklich klasse. Soll ich sagen, richtig schön. Wow. Das Bad. Wirklich zumachen. Eine schöne Dusche, eine riesengroße Dusche. Boah, ich würde da glaube ich auch reinpassen. Aber auch hier, wow, Spiegel. Wow, schöne Beleuchtung, wirklich. Gitter. Wow, wirklich klasse.
Ecke. Stauraum. Wow. Wirklich auch genug Platz, um genug mitzunehmen für mehrere Monate oder Wochen. Wow. So, das ist der nächste Moveo, TEI 70DA für 85.000. Ja. Ja, da kannst du Fahrräder reinstellen. Also hier kann man definitiv Fahrräder reinstellen, ist relativ hoch. Und du siehst von hier ins Bad rein. Guck mal da, der hat das Bad hinten, Bad hinten. Siehst du das? Sollen wir uns mal von wieder anschauen? Jetzt bin ich aber neugierig. Wunderschön. Auch die Farben finde ich wirklich zeitlos. Hat was Edles. Mit einem Hubbett. Mit einem Hubbett, was man runterfahren kann. Dafür hat man dann halt nicht so ein langes Fahrzeug. Wirklich klasse. Richtig schön. Also hier die Duschkabine, nicht ganz unwichtig, haben wir festgestellt. Ich stelle mich mal rein. Ich bin ja ein bisschen breit. Und ich muss sagen, ich passe gut rein. Kopf, ich bin eh nicht groß, also von dem her passt es. Und wenn wir jetzt das Ding angucken, WC-Bereich, drehen wir die Kamera um. Ist auch klasse. Richtig, richtig klasse. Also ich finde es, wie der Mann sagt, das hat was. So, jetzt haben wir hier günstigere Camper, also Kastenwegen für 39.900. Schauen wir uns das mal gleich an. Sehen ja mal gut aus. Ne? Guck mal, da hast du einen QR-Code, wo du scannen kannst und schauen kannst. Eine interessante Lackierung, finde ich. Interessante Farbe. Ja. Es wird ein Abenteuer, aber ich bin Dachzelt gewöhnt, also es müsste passen. Oh nein, also ich komme nur so rein. Und ich könnte da nur alleine schlafen, von der Breite her. Also zu zweit kann ich vergessen. Oder es wird halt ein enges Spiel. Also, wow. Ja, also im Prinzip ist das hier nichts anderes wie ein Hartschalen-Dachzelt, was sie auf einen Kastenwagen gespannt haben. Und dadurch haben sie auch die Länge erspart. Also es ist ein relativ kleines Dachzelt für 39,99, also 39.999. So kommt es natürlich auch auf die Summe. Jetzt schauen wir es unten nochmal kurz an. Aber schlecht sieht es generell nicht aus. Ich sag mal für zwei schmale oder normale Menschen. Ja, aber für mich wird es definitiv ein bisschen zu eng. Also hier die Schubladen und so, das fühlt sich ja alles sehr, sehr, sehr hochwertig an. Wir machen mal auf. Was für ein System das ist. Ja, oh, da ist ein Rohr. Fühlt sich aber gut an. Hier Ausgleiche. Jetzt mal die Küche an. Nicht schlecht. Hier ein kleiner Waschbecken. Und hier nochmal ein Beifahrer und eine dritte Person. Dann haben wir hier, nicht ganz unwichtig, oh, ein Boiler oder eine Heizung. Boiler, Heizung, Warmwasser, ja, wie früher in den Häusern. Ein kleines schickes Fenster, Ablage. Und hier kann man, glaube ich, auch duschen. Da sind auch nicht schlecht.
Loveo Messeaktion ab 49.990. Das wäre schon eher so meine Preisklasse. Schauen wir mal, was es da inklusive gibt. Das ist der Moveo Light Van. Wie lang ist denn der? Der ist 6 Meter lang, 5,99 Meter, Breite 2,5. Ja. Also, schauen wir uns das mal an. Das ist ja ein Kastenwagen, jetzt kaufe ich mal einen Kastenwagen drin. Schauen wir uns. Ja, da sind noch ein paar Leute drin. So sieht der Kastenwagen mal von innen aus. Ein Citroën ist das. Nicht mal kein Fiat. Da oben Ablage. Mal gucken, wie das hier aufgeht. Ja. Oh, der knallt da einfach gegen die Decke. Wow. Okay, da passt halt gerade so rein, genau. Und dann ist hier dieses Bett. Da ist hier dieses Bett. Einfach. Ja, also ich würde da reinpassen. Würde ich das wollen? Nein. Und mal hier. Kühlschrank. Und dann habe ich hier dann Wasser an. Ich bin gerade klein. So, jetzt sind wir beim Camperklatsch hier auf der Messe in Freiburg, Caravan Live Messe, 16 Uhr. Und schauen wir mal, wie der Vortrag sein wird. I want two, three, four. Nee, ich fange nicht an zu tanzen, keine Angst. Gut. Moin, die dritte. Also wenn einer weiß, worauf man achten soll, wenn man neue Go wiederholt, dann ist es der Tobi. Die Geschichte hört sich ein bisschen komisch an, alle zwei Wochen ein Wohnmobil, aber sie sind nie mehr einig. Ein bisschen übertrieben. Ja, es ist immer cool, dass ich kein eigenes habe und trotzdem überleben kann. Aber neue, was wird's denn? Ein Kastenwagen von Knaus, 5,40 Meter. Boxstar. Boxstar. 60 Years. Oh. Dann ist es beim Händler, der Hausbau macht alles drauf. So, das ist jetzt das, was uns am meisten gefallen würde. Das ist ein Zefiro 266 TL. Ford Transit, ja, 100 Modelljahr 2023, ja, technische Daten, Länge 7,45 Meter, Breite 2,35 Meter, ja, 385 Kilo Zuladung, Liegefläche, ja, Serienausstattung, könnt ihr alles sehen, ansonsten auf Pause drücken, wir gehen da gleich nochmal rein, da waren wir eigentlich heute schon drin, aber der gefällt uns hier wirklich am meisten. Ja, heute waren wir insgesamt 4,5 Stunden auf der Caravan-Messe. Ich habe tatsächlich nur den Hubert getroffen, der dort war. Und er wollte aber um 16 Uhr dann beim Camperklatsch dabei sein. Er war aber nicht da. Auch nicht schlimm. Wir gehen auf jeden Fall wieder zum Toni. Wir haben, wie gesagt, ein Wohnmobil gefunden. Kostenpunkt bei 70.000. Ja, ich habe es ja eingeblendet, was mir unter Tanja gefallen würde. Und wir haben gesagt, so ein Jahresplan. Also 1 bis 2 Jahre könnte man eben vielleicht diesen Traum verwirklichen. Der Toni hat ja noch TÜV. Aber ihr wisst es ja, mit so langfristigen Plänen, das kann dann relativ schnell mal auch 3 oder 4 Jahre werden. Ja, für heute würde ich mich mal hier ganz kurz von der Caravan Live Messe verabschieden. Vielleicht melde ich mich nachher noch. Ansonsten bin ich raus.